Da, wir schaffen das. Was? Nein, ihr solltet ihn angreifen. Ah, ihr seid so toll. Gut. Ah. Ach, d'accord. D'accord, du bist meine liebste Mitternachtsbeschäftigung. Mit 5 Lebenspunkten. Ich mag dich, ja. D'accord ist irgendwie noch ein bisschen schwach auf der Brust, aber... Ja, das wird sich bald geben. Wir werden einfach... Ja, hier oben ist ein Grafikfehler, ich sehe ihn, aber ich gehe darauf nicht ein, weil das Spiel ist grandios. Und wenn man ein Spiel liebt, dann sieht man keine Grafikfehler. Logisch? Nein. Aber ich mache das so. Ha, 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 ha. Gut. Wollte schon sagen. Ab zur Bar, zur schwelenden Leiche. Gut, hier, Hure. Na, ich will mich jetzt auch bitte mit niemandem anlegen, weil der Korn würde, glaube ich, beim nächsten Furt sterben. Gut. Ah, warum stehst du jetzt hier? Ah, da, ganz schnell weg. Ist das die Bar? Das ist die Bar. Rein in die Bar. So, Chilail. Nein, der war irgendwo hier oben. Oder? Ich glaube schon. Nein. Ach, Kendrian, stimmt, mit dem musste ich auch noch sprechen. Ah, da ist er. Da ist Chilail. Alle. Ilquix. Hä? Wer ist jetzt er hier? Alle? Ah, nee, Alle war der Eingebildete. Wer ist Chilail? Chilail? Da. Ich bin nee. Schon gut. Bin ich jetzt. Hab ich nicht. Hab ich schon mal mit einem Chilail gesprochen? Hallo? Wer bin ich? Warum? Wie? Was? Wo? Aber das ist... Mochai? Ich bin weg. Ihr habt alle so komische Namen. Warum könnt ihr nicht Alex, Tom oder so heißen? Dann Ale. Ich glaube... aber... Ich kann mit niemandem mehr sprechen. Was ist denn nun los? Ich kann mit Ale nicht mehr sprechen. Was ist denn... Was soll... Was... Ja, das ist ja ein tolles Spiel. Es ist... Ilquix. Ilquix, ja. Gut, Ilquix geht. Du siehst einen kleinen, rundlichen Mann, der einen verwirrten Eindruck macht. Die Falten seiner schlaffen Haut lassen vermuten, dass dies öfter der Fall ist. Er hält einen Humpen Bier in der Hand, den er scheinbar zügig auszutrinken gedenkt. Dazwischen spricht er zu dir mit einer sanften Stimme, die so leise ist, dass du ihn kaum verstehen kannst. Hallo Reisender. Ich bin Ilquix. Kann ich euch behilflich sein? Sei gegrüßt. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Was möchtet ihr wissen, mein Freund? Wer genau bist du? Ich? Ich bin nur ein bescheidener Mann mit einer kleinen, fein poetischen Ader und einem Hang zum Übernatürlichen. Ja, leider habe ich die nötige Ausstattung nicht dabei. Sonst würde ich euch gerne demonstrieren, was man mit der Macht alles anstellen kann. Vielleicht ein andermal? Ja, das wäre gut. Jetzt hätte ich allerdings ein paar andere Fragen. Ja, was möchtet ihr wissen, mein Freund? Tja, wer genau bist du? Ich bin ja, das wäre ja. Wer ist dieser brennende Mann? Das ist der Pechvogel, der seinen eigenen Willen nachgab, ohne die nötige Kraft zu besitzen, sein Verlangen zu kontrollieren. Er heißt Ignos und er ist wahr ein Pyromane. Er verbrannte alles, nur nicht diejenigen, die er hätte verbrennen sollen. Und am Ende hat er so viel Macht, dass er nicht mehr Herr darüber werden konnte. Nun, ihr seht ja, was aus ihm geworden ist. Wenn ihr mehr wissen wollt, kann euch Drusilla, diese traurige Gestalt, vielleicht weiterhelfen. Ja, leb wohl. Chilail. Chilail. Hä? Moment. Hieß hier einer Chilail? Ich weiß nicht. Dieser hünenhafte Mann ist schwer bewaffnet. Er scheint auch überaus wachsame Augen zu haben. Ihm entgeht nichts von dem... Aha, da. Er will also nicht mit mir sprechen. Aber du hier wolltest doch, oder? Du schon wieder. Ist ein Mörder aufgetaucht? Ich suche ein Journal am Fahrrad. Verdammt! Erledigt. Ich finde die Hintergrundgeräusche total toll. Bist du dann der Gast? Oder bist du hier Lyle? Oder treibt er sich der Forum, Alter? Okay. Der hat einen starken Film. Naja, einfach schönen Tag noch. Moment mal, das ist doch jetzt. Ja. Zurück, Aufgaben. Nein, suche. Jelail. Als ich Kradok die Nachricht von Bean überbrachte, wurde er wütend. Anscheinend vermisst Kradok einen seiner Arbeiter, einen trunksüchtigen Tiefling namens Jelail. Er hat gesagt, dass er wahrscheinlich in der Nähe der Bar zur schwelenden Leiche irgendwo auf der Straße herumtorkelt. Ich bin ja so super klug. Toll, dass ich mir alles so toll merken kann. Also, dreifacher Applaus an mich, aber hallo. So, hier leiden. Sammler. Ah, nein! D'accord! Ausgeglichenheit in deinem Grab, in allen Dingen. So. Also, Morte ist bis. Oh Gott, bitte nicht! Euch auch noch hier hinschicken.
Oh Gott! Das ist denn nun kaputt! Ich glaub's ja. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja jetzt nicht wahr, oder? Oh Gott, das kann ich nicht glauben. Okay, komm, wir hauen hier ab. Das ist gerade ein wenig zu viel für uns alle. Vielleicht finden wir auf dem Weg hier Lael. Wenn nicht, dann nicht. Also ich hau ungern ab, aber ich will auch jetzt nicht sterben. Yelail? Nein. Aber betrunken soll er sein. Das sind die bellenden Hunde, bellender Wilder, Schläger, Hure, Schläger, Schläger. Ah Gott! Oh mein Gott, was habe ich euch denn getan? Nur weil ich... Bin ich böse oder bin ich gut? Was ist hier los? Die Gegend behagt mir nicht. Ich fühle mich hier sehr unwohl. Ich würde gern zu meiner Mama. Ich möchte einen zurückhaben, ein Zuhause. Nein, nein, auch Gott, wo ist Yelail? Einfach nur hier durchrennen und Yelail finden. Nein, wütender Bewohner, der greift wieder auch gleich an. Alles greift. Oh Gott, hier kommt schon wieder. Ach nein, hier, ich weiß jetzt, wer Yelail war. Nein, jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren, Augen, Touren. Wo ist mein Dacon? Dacon, ich hebe deine Sachen auf. Du hast sie verloren. Ich behelfe dir, sie zu finden. So und zack. Okay, und weiter geht's. Einfach wegrennen. Schon gut. Er müsste irgendwo hier unten sein. Irgendwo hier unten. Irgendwo hier. Oh Gott, bitte sei hier. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Du kannst jetzt nicht wieder weg sein. Ja, 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 gut. Dann du bist weg und Yelail ist weg. Nein, das kann nicht sein. Okay, abhauen. Folgen mir Gegner durch Kartenabschnitte hindurch? Das wäre jetzt auch noch so eine Frage. Ich würde mich gerne ausruhen. Es ist zu gefährlich. Okay, ich hoffe, dass die Gegner weg sind, dass Yelail da ist. Der mit dem roten Hahn, der, vor dem ich Angst hatte. Oh, guckt euch das an, hier, da, 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 wir sind gar nicht so viele. Nein, nein, nein. So, da steht er ja. Diese feige Sau. So, Yelail, jetzt hinrennen. Nee, nee, nee. Oh, gut, ich kann anscheinend nicht sprechen, wenn Kampf. Ich kann nicht sprechen, wenn Kampf. So, einfach immer feste drauf. Yip ihm, ja, noch ein mehr und... Ja, ich mag das mehr, wenn es so aussieht, ehrlich gesagt. Könnt ihr die mal töten? Danke. So, und der nächste. Und immer weiter. Und ja, du willst einen Totenschädel tothauen. Schön auch, dass wir so viel sehen vom Kampf. Also, das finde ich klasse. Jede Bewegung so. Okay, super tot. Okay, jetzt der hier. Ja, und jetzt noch einer. Oh, dann haben wir... Immerhin schon mal ein kleines Gebiet wieder für uns befreit. Ey, 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 ey. Geld! Wir haben ja... Na gut, viel haben wir nicht. Ja. Natürlich, du wirst dienen. Du dienst nämlich mir. was? Wollte schon sagen. So. Okay, so kann ich gucken, ob noch irgendjemand was liegen hat lassen. Aber hier ist nichts mehr. Ja, nee. Gut. Namenloser, du sprichst Yelail an. Jetzt geht's. Ah, herrlich. Du siehst einen dünnen Mann mit fleckigen... Ja, ja, klar. Bist du Yelail? Wenn ja, dann braucht dich Craddock zurück auf den Marktplatz. Wie hat er nochmal gesprochen? Ich weiß nicht mehr. Craddock? Der Mann reißt die Augen auf. Ah, Craddock, mein großzügiger Boss. Also, du kannst ihm bestellen, dass er mich annervt. Dass er ein räudiger Hund ist, ein Schweinehund der übelsten Sorte und dass Yelail nie mehr für ihn arbeiten wird. Er sticht dich mit dem Finger. Sag ihm das! Ich werde es ihm sagen. Aus der Ferne. Leb wohl. Ich werde es ihm sagen. Mhm, interessant, gut. Yelail hat die Arbeit geworfen. Kennen wir ja. Irgendwie. Machen ja mehrere Leute heutzutage. Naja, dieses Spiel ist unzeitlich. Es kann immer wieder geschehen, alles was hier geschieht. Zum Beispiel, dass man Eisennägel nicht ansprechen kann. Doch, kann man? Was zum Geier ist hier los? Was ist hier los? Oh Gott, Eisennagel hat große Bubis. Deine Melonen. Diese breitschultrige und breitbusige Frau geht schlurfend zwischen den... Das habe ich selbst dazu. Diese